Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf böse Onkels. Hier sind die Onkels im Waldstadion Frankfurt 2018. Das Video wurde vor 3 Stunden veröffentlicht. Neue Live-Version. Bin ich drauf gespannt, werden wir zusammen drauf reagieren. Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Also, falls ihr neu seid auf dem Kanal, weitere Vorschläge raushauen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und lasst uns zusammen die 1000 Abonnenten schaffen. Ich würde mich mega freuen. Starten wir direkt rein. So Leute, fangen wir an. Ich bin gespannt. Im Waldstadion Frankfurt 2018. Haben wir sofern noch nie ein Live-Video zu gesehen. Also wüsste ich jetzt nicht. Bin ich gespannt, Leute. Abfahrt. Ganz einfach. Ich bin gespannt. Junge, das wird hyped. Let's go. Oh, voll. Arena gefüllt. Alter, Stadion, meine ich. Hier sind neue Family, da fucking Engel im Spiel. Nichts ist so heilig, kein Zeit, nie zu viel. Die Stimme, sorry, dass ich stoppe, natürlich wieder richtig schön dreckig aus der Gosse. So muss es sein, richtig geil. Ey, ich freue mich, richtig schön. Gefällt mir schon. Hype, Leute, ich bin wirklich gehypt. Wir sind heim aus dem Leben, wieder wir packen. Rücken wieder schlank bewegen, mehr als nur Schikane. Man merkt wirklich, Kevin hat Energie. Fahr mit uns in den Himmel. Geil. In den Himmel. Junge, man merkt richtig. Wir öffnen die Augen, zeigen, wie es geht. Stimme. Stimmtechnisch richtig fit, man hört das richtig raus. Fit, erholt, ihr wisst, was ich meine. Auch wirklich musikalisch, auch von der Soundqualität wieder hammermäßig. Also wirklich, die Version bockt auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die anderen Videos, die werden wir uns auch noch geben. Leute, die werden wir uns auch geben. Ey, ihr wisst euch, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade drauf freue, ne? Es ist unglaublich. Ne, ich warte halt gespannt drauf, dass was Neues kommt, so die ganzen Videos aus den verschiedenen Jahren, ihr wisst, wie ich meine. Und dass das jetzt kommt, es hat mich so gefreut, dass da wieder was rausgekommen ist. Also, ja Leute, machen wir weiter. Ey, Hammer. Hier sind neue Schweinereien von dem Feind mit Nummer 1. Ihr solltet uns belohnen, sonst hättet ihr keins. Du Wahrheit. Ja, wir bringen dieses Land dem Tod ein bisschen näher. Wir und sind Geistier vom Führer. Kopf erdreht. Wie viele Menschen. Solo, stimmt, Solo. Yo. Sorry, dass ich nicht liebe. So halt. Fahr mit uns in den Himmel, ebnen dir den Weg. Wir öffnen dir die Augen, zeigen dir, wie es geht. Schneider, warum willst du laufen, wenn du fliegen kannst? Sorry, dass ich wieder an der Stelle stoppe, aber ich finde es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich, ne, weil sich halt viele Fans auch ich als Fan sich halt so gedacht haben, ja, wo bleiben denn die ganzen Onkels-Videos oder wo? Es ist sehr ruhig um die Onkels geworden und ich finde das jetzt geil, dass sie mal so paar Videos im Monat raushauen. Letzten Monat haben die ja auch eins veröffentlicht, das finde ich Hammer, also wirklich, dass sie jetzt mal ein bisschen aktiver werden, auch wenn es nicht krank ist, aber
ihr wisst, langsam aber sicher kommt das alles wieder. Auch die Konzerte, die sind auch bald wieder. Gibt es dann auch neue Videos? Werden wir uns dann alles anschauen? Ohne Scheiß. Das wird Hammer. Das wird eine hammermäßige Zeit. Ich freue mich drauf. Ohne Witz. Es war sehr ruhig. Es war wirklich extrem ruhig. Und ich bin einfach froh, dass es so weitergeht. Dass wir neue Videos sehen. Dass wir demnächst neue Konzerte haben. Und dann wieder Konzertvideos. Ich freue mich auf die Zeit. Ohne Scheiß. Mit euch. Es wird Hammer. Ohne Witz. Wir werden das rocken. Machen wir weiter. Die Pause, gab es die so schon mal? Also es ist schon mal wieder Abwechslung, hammermäßig, also wirklich. Die Version klingt extrem geil. Extrem gut. Also ohne Scheiß, werde ich mir speichern, wirklich. Meinung in die Kommentare. Öffnet mir die Augen, zeigen mir, wie es geht. Hier sind die Onkels, schneid dich an. Warum willst du laufen, wenn du fliegen kannst? Auf uns warten die Götze. Nee, ohne Scheiß. Es gibt ja noch andere Videos, die werden wir uns auch anschauen. Kein Ding, werden wir uns alles noch geben. Ich bin so gespannt. Ihr seht ja, ihr seht, wie hyped ich darauf bin. Ich freue mich, ohne Scheiß. Ich freue mich darauf. Die anderen Videos werden wir auf jeden Fall auch noch machen. So, liebe Leute, das war Böse Onkelz. Hier sind die Onkelz im Waldstadion Frankfurt 2018. Wie schon gesagt, ne, wir haben ja uns schon hier sind die Onkelz angehört. Verschiedene Live-Versionen. Freut mich auf jeden Fall, immer diese unterschiedlichen Live-Versionen zu hören, in unterschiedliche Sachen reinzuhören. Für die neuen Leute unter euch, ihr müsst euch vorstellen, ich höre die Onkelz schon extrem lange, seitdem ich 6 bin. Also wirklich seitdem ich ein kleines Kind bin, hat mir das mein Vater auch beigebracht. Die Musik, gute Musik, die ich auf jeden Fall privat auch sehr gerne höre. Und dementsprechend natürlich auch auf jeden Titel, der möglich ist, zu reagieren mit euch zusammen. Wer Bock hat, natürlich, weil mir das Spaß macht, weil ich euch unterhalten möchte und weil ich einfach die Leute zusammenbringen möchte. Das mache ich gerne. Ohne Scheiß, das mache ich wirklich sehr gerne. Ohne Witz, ich wünsche euch wirklich sehr viel Spaß auf diesem Kanal. Ich habe wirklich Bock, das mit euch zu erleben. Es macht mir einfach eine Freude. Wie schon gesagt, wir streamen das auch samstags meistens noch. Live, ne, Onkelz Livestreams, meistens 3 bis 4 Stunden, also meistens 2,5, aber der längste Stream ging mal 5 Stunden wirklich Onkelz Musik gehört mit den Leuten, es hat so unnormal gebockt, also schaut ruhig mal vorbei, wer Interesse hat und falls ihr jetzt noch weitere Vorschläge habt, die ich noch nicht gemacht habe, gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Vergesst natürlich nicht, dem Kanal ein Abo zu geben. Einen Daumen nach oben, würde mich mega freuen. Und in dem Sinne, habt einen positiven Tag.